Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Video von mir und heute das versprochene Review zur iPod-Tasche von redmalu.com. Die Adresse findet ihr, die wird eingeblendet und ihr findet sie auch in der Beschreibung. Und schaut da mal drauf, die machen iPod und Laptop, MacBook, Taschen, alles mögliche. Und heute mein Review zur iPod Touch Tasche. Und ich habe da schon Unboxing zugemacht und da habe ich auch schon alles erklärt. Das sind die Grundsachen und die sage ich euch jetzt gerade auch nochmal. Hier kommt dann der iPod rein. Ich habe hier meinen iPod. Mit der Hülle, sage ich euch gerade, wird es schwer. Aber es geht, glaube ich, aber es ist wirklich nicht sehr optimal. Vor allem, ich habe auch noch eine Skin drauf. Also vielleicht, wenn die Skin weg ist, dann geht's vielleicht. Also, ja, also mit der Skin hier geht's auf jeden Fall. Man schiebt den so rein. So. Und kann dieses Gummiband dann drum machen und der iPod sitzt wirklich bombenfest, da rutscht nichts raus, der ist schön geschützt durch das Filz. Hier ist noch eine Ring zum Befestigen an der Hose oder irgendwo am Schlüssel, also brauche ich jetzt nicht, aber ganz praktisch, wenn man sowas drin hat. Und die Tasche kann noch mehr, was ich ziemlich praktisch finde, ist, wenn ich hier zum Beispiel Kopfhörer habe, kann ich die hier nehmen, dann wickle ich die einfach hier richtig schön drum. So, und dann kann ich das Gummiband drum machen und es sitzt wunderbar schön drin, kein Kabelsalat mehr. Und ja, ich könnte natürlich dann auch hier dann jetzt das Kabel beliebig abrollen, wie lange ich es halt brauche. Den Rest lasse ich dann drin. Und ja, so, dann meine Testzeit ging ja eine Woche lang. Und ich hatte den auch dann teilweise im Bus zur Schule mit und so weiter. Und da eignet sich diese Tasche wirklich sehr gut. Sie hat es, diese Filz zieht ein bisschen Schmutz und Staub an, aber sie sieht jetzt noch 1A aus, Entschuldigung. Und ja, sie schützt den iPod wirklich richtig gut und auch zum Hören war das jetzt kein Problem und so. Und die Anschlüsse sind ja auch noch frei, besonders der Kopfhöreranschluss, ne? So. Der Stecker hier ist allerdings nicht ganz so frei, da ist nämlich das Gummiband. Passt aber ansonsten wunderbar. Ja, sitzt gut und von den Farben her finde ich es auch nicht schlecht. Und es gibt ja noch 10, 11, 12 Farben. Ich bin mir nicht ganz sicher, es waren auf jeden Fall einige schwarz und so, braun, irgendwie sowas gab es auch, blau, rot, verschiedene Farben. Auch für die Laptop und anderen Taschen von denen. Und ja, richtig, richtig schön. Und ja, ich finde den Preis nicht ganz so, also ich habe sie ja zwar jetzt kostenlos zur Verfügung gestellt, aber der Preis ist nicht ganz so gut. Dann komme ich später noch drauf zu, denn jetzt gebe ich hier erstmal meine Bewertung ab. Und wie immer bei meinen Zubehör-Reviews nicht die 5 Sterne Bewertung oder Punkte Bewertung, sondern die 10 Punkte Bewertung. Und ich gebe dieser Tasche hier wirklich 9 Sterne von 10, weil sie schön aussieht, sie schützt den iPod und ja, und die Kopfhörer sind auch richtig schön drin. Das waren jetzt auch schon die Pluspunkte.
Dann negativ habe ich eigentlich wirklich nicht so viel. Einerseits das Hirn ein bisschen, das Filz zieht halt den Schmutz schnell an, aber das ist auch nur ein sehr kleiner Aspekt und manchmal bleiben hier vom Filz am Ding, am iPod welche hängen, kommt aber auch nur selten vor und ist dann auch nicht viel. Also mich stört's nicht, das kann man eigentlich fast nicht als Negativpunkt erwähnen. Und ja, es sind dann so ganz kleine blaue Filzteile, die kann man ganz schnell wegmachen, sind auch immer nur ein, zwei, drei. Wirklich nicht weiter stemmen. Und deswegen gibt es 9 von insgesamt 10 Punkten. Und das Preis, die Preis-Leistung, in Sachen Preis-Leistung kriegt es von mir allerdings nicht ganz so toll. Da kriegt es in Punkten, kriegt es hier 7 von 10 Punkten. Ist zwar nicht gerade schlecht, aber auch nicht gerade sehr gut. Denn ein so eine Tasche kostet 30 Euro. Finde ich, also man kriegt wirklich super, eine super Tasche dafür, aber es gibt halt auch billigere Taschen, die das fast genauso gut sind. Und ja, also für diese Tasche konnte man durchaus 20, 25 Euro verlangen. Aber 30 finde ich jetzt persönlich ein bisschen zu viel. Das wäre jetzt, wenn man es in Noten umrechnet, wäre der Preis-Leistung so eine 2 bis 3 bei mir. Aber wirklich eine tolle Tasche. Wenn ihr noch eine sucht, kauft euch die. Die ist stylisch. Die hat einen guten Komfort. Die ist super. Die, ja. Also das ist wirklich eine sehr tolle Tasche, auch wenn man hier Kabelsalat nicht gerne hat, dann sollte man sie sich kaufen. Und deswegen schaut doch einfach mal auf redmalu.com. Hier seht ihr es nochmal, redmalu.com. Schaut da einfach drauf. Die machen hier auch solche Laptop-Taschen. Also falls ihr Laptop-Taschen sucht, seid ihr da auch gut bedient. Schaut einfach mal drauf. So, dann habe ich noch eine Abo-Empfehlung für euch. Und zwar geht die an The App Man. Also mit nicht The App Man, sondern mit Doppel-N hinten. Also Mann, The App Man. Und den Link werde ich dann auch noch einblenden in der Beschreibung. Und der ist jetzt auch ganz, der hat jetzt erst 3 Videos oder so, aber ist ja auch ganz neu, hat auch erst 5 Abonnenten oder so. Aber das, was ich von ihm gesehen habe, war in Ordnung. Super, eigentlich gut, guten Anfang. Und ja, schaut mal bei ihm rein. Abonniert ihn, falls er euch gefällt. Und ja, dann noch eine kleinere Info. Jetzt hatte ich ja in den letzten Wochen immer nur Zeit, meistens so für ein Video pro Woche. Das tut mir auch immer noch leid. Jetzt sind Fastnachtsferien. Dort kann ich dann, werde ich wahrscheinlich dann 2, 3 weitere Videos wirklich machen, also mehr Videos. Ja, in der kommenden Woche, jetzt auch am Wochenende. Wahrscheinlich wird es übermorgen oder so wieder eins geben. Morgen werde ich wahrscheinlich nicht dazu kommen, aber übermorgen wahrscheinlich. Und dann, ja. Werde ich einfach mal schauen. Gut, dann bedanke ich mich. Bis zu meinem nächsten Video und tschüss. Und einen schönen Tag.